Oh, was ist denn mit diesen, also heute regt's mich auf, wirklich. Pranking my straight friend, my roommate. Was ist denn, Alice Weidel, was ist denn heute los? Hi, mein Name ist Nico. Willkommen zu diesem Video. Leute, es ist wieder soweit. Ich möchte mich heute mit euch zusammen in die Untiefen von TikTok wagen, ja? Wir haben ja schon davon einen Teil gemacht. Letzte oder vorletzte Woche oder vor 3 Wochen oder vor 4 Wochen. Ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher. What is time, Leute? Was ist schon Zeit? Und ich dachte, mir ist wieder Zeit. TikTok ist ja ein Tag, ein Jahr gefühlt. Und ich bin ready, heute Abend wieder mit euch ein bisschen zu verdummen, ein paar Sachen zu lernen und meinen Senf, ja, meinen wichtigen Senf zu TikTok zu leisten. Also, wenn ihr mehr davon sehen wollt, lasst auf jeden Fall gerne ein Abo da und schreibt mir auch gerne per Instagram in DM, wenn ihr denkt so, hey, ich habe gerade TikTok gesehen, darauf muss Nico mal reagieren. ja, ich habe hier mein Handy. Ich möchte mit euch zusammen auf die LGBT-TikToks. LGBT-TikToks, mein Gott, das ist so schwer. Darauf reagieren eben. Und ich bin gespannt, was uns erwartet. Es kann nur gut werden. Okay, ich gebe da oben jetzt einfach mal LGBT ein und dann, you know, wir werden sehen, was kommt. Okay, das Ding ist, das ist ja glaube ich so eine Korean TV-Show, wenn mich nicht alles täuscht. Und irgendwie ist bei mir noch nicht so ganz in Korean, thailändischen Serien angekommen. Da gibt es ja einen richtigen Hype drum, ne? Aber ist noch nicht bei mir angekommen. Habt ihr Empfehlungen für mich, frage ich mich. Aber muss ich da mal das Subtitle lesen? Denn ich hasse ja Untertitel wie die Pest, ne? Wenn ich die sehe irgendwo, dann lese ich die nur. Dann kann ich nicht gucken, dann muss ich die lesen. Mich triggert das auch bei so Filmpremieren oder so. Wenn die Filme noch nicht auf Deutsch da sind zum Beispiel, gibt es diesen englischen Film mit deutschen Untertiteln. Aus welcher Hölle kommt das bitte? Dann macht doch Englische, wenigstens das. Aber was ist denn für eine Brain-Aufgabe? Wisst ihr, wie ich meine? Oh! Oh! Lieb auf ihr. Da unten wurde gerade wow mit beeindruckend übersetzt. Das finde ich auch gut. Aber ja, gibt es auch für Männer, frage ich mich. Der Kanal ist einfach ein Lesbian. Das ist eine gute Brand. Ich nehme jetzt einfach auch gay. Das ist doch, aber ja, ist, hot. Was haben wir schon gesehen? Nein, da waren wir schon alles. Ich möchte was Neues haben. Every femme lesbian only has 4 styles. Whore. A fairy who bakes bread in the woods. thinking that they look straight, even though no straight girl has ever worn this in the history of straight girl. Und das ist süß. Ich habe auch ein paar lesbische Freundinnen und ich konnte gerade genau mindestens eine in diese Kategorie einordnen. Und das ist die Frage, welche Person seid ihr? Denkst du, ich bin auf einem falschen Weg, wo man mir helfen sollte, quasi zu dem richtigen Weg zu finden? Weil das ist das, was ich ja immer höre. Also so dieses mit deiner Seele ist verloren. Weißt du, was ich meine? Ja. Weil ich habe ganz oft gehört, dass das quasi wie ein Test ist. Dass quasi ich auf den falschen Pfad gekommen bin und dass man quasi mir helfen sollte. Krass, ja. Also ich glaube, ich weiß es nicht, ich glaube, es gibt keinen den richtigen Pfad und den falschen Pfad. Mhm. So, ich glaube, das ist ja auch zu Person anders. Mhm. Also du kannst sagen, das ist der richtige Pfad, eine andere Person wird sagen, das ist eben der falsche Pfad. Also es weiß nur Gott, weißt du? Und ich glaube einfach, dass Gott dich auf jeden Fall liebt und dass da, und dass ich halt nicht, also ich kann nicht sagen, ob du richtig oder falsch bist. Ich weiß aber nur, dass du geliebt bist und dass ich dich lieben kann. Oh, das fand ich voll süß. Ich glaube, das ist die erste christliche Antwort, die mich satisfied, bin ich ehrlich. Ich hatte auch hier mal so ein Interview mit einem Pfarrer. Das haben, glaube ich, sehr viele Leute gesehen. Und das war auch so ein Interview, was ich wirklich toll fand, weil es mal eine Person war, die eben nicht diese schwarz-weiß 10-Gebote-Denken gehabt hat. Aber das war für mich immer die Ausnahme, weil ich auch viele eben kenne, die das eben nicht so sehen, gerade in der katholischen Kirche. Und das jetzt zu hören, gut, sie ist auch eine Christin, Influencerin. Ich glaube, sie war sehr jung vom Alter jetzt her. Ich glaube, gerade die Generation, die nachkommt, ist allgemein viel offener als diejenigen, die schon seit 60 Jahren in die Kirche gehen oder so. Entsprechend sehe ich da Hoffnung auf die Leute, die an Gott glauben oder so, aber auch vielleicht mit sich selbst einen Struggle haben oder so. Ich glaube, hier ist ein Haar, mein Gott. Ich glaube, die nachkommen, sind sehr viel offener. Ich sehe auf jeden Fall sehr viel Hoffnung. Denn, sind wir mal ganz ehrlich, viele Kriege und Co. entstehen, zumindest damals, entstanden durch den Glauben. Oder auch heute noch. Und deswegen, there is hope, I guess. Oder ich bin einfach in meiner sehr verblümten rosa Berliner Bubble und denke mir, ist doch gar nicht so schlecht hier alles. aber das fand ich gerade sehr satisfying, weil ich dachte gerade am Anfang, dass es sehr krass eskalieren wird, aber gar nicht. Finde ich süß. Gibt ein Like. Das gibt ein Like. Ich bin nicht queer. Okay, sondern ich bin gespannt. Sondern ich bin mit einer Frau verheiratet.
Ich hab das ja gesehen, ne, und war so... Sage ich dazu was? Bin ich der millionste Mensch in Deutschland, der dazu was sagt? Scheinbar bin ich es jetzt scheinbar. Die ich seit 20 Jahren kenne. Wir haben zwei gemeinsame Kinder. Alright, jetzt verstehe ich's. Wenn man sich 20 Jahre kennt, ist man natürlich nicht mehr queer. Ab dem zweiten jetzt. Ich bin kein Bankräuber. Ich will nur das Geld haben von Leuten in der Bank, die seit 20 Jahren das Geld da liegen haben in der Bank. Aber ich bin kein Bankräuber. Klingt jetzt automatisch zur Heterosexualität. Nee, aber jetzt mal im Ernst. Wie sich Alice Weidel definiert, ist ja ihre Sache. Und wenn sie den Begriff queer für sich nicht nutzen will, auch absolut legitim. Ja, aber ist queer nicht eben per Definition genau das, dass man eben das andere, dass man eben das gleiche Geschlecht liebt? Wir gucken mal kurz, was queer heißt, Definition, weil er gerade meinte ja, sie muss nicht queer sein per Definition. Für sexuelle Orientierungen, die nicht heterosexuell sind. Ja, also das ist doch der Sammelbegriff, das ist doch der Sammelbegriff. Also ist sie ja per se queer, oder? Laut Definition. Was ich aber schwierig finde, ist, dass sie gay und queer gegeneinander ausspielt und sagt, ihre eigene Homosexualität und queere Familie ist okay, aber Transrechte zum Beispiel gehen viel zu weit. Ich fühle mich eigentlich eher vor den Karren gespannt, von einer absolut, wie soll ich sagen, fast schon bescheuerten Genderpolitik. Der Punkt ist halt einfach, auch Alice Weidels normale homosexuelle Familie ist für die AfD ein Feindbild. Ja, aber das ist für mich ja auch das Ding, was ich nicht verstehe. Ich würde voll gerne mal, bitte jetzt nicht haten oder so, mit Alice Weidel sprechen. So ein Interview oder so. Ich glaube, das würde sie niemals machen, obviously. Aber das geht bei mir nicht in den Kopf rein, dass eine Frau, eine andere Frau heiratet. In der Schweiz wohlgemerkt, ne? Nicht in Deutschland. Kinder hat, eine queere Familie per se ist, aber dann durchaus in einer Partei ist, die mit den queeren Rechten und mit dem queeren Dasein gar nicht einhergeht. Das macht für mich in meinem Kopf in keinster Weise irgendwie Sinn. Diese Frau ist für mich ein Mysterium. Ich würde gerne mal mit ihr ein Interview darüber führen. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass das genau die Fragen sind, die sie niemals beantworten wird. Außer jetzt eben hier, auch noch schlecht, I'm sorry. Ich fühle mich nicht diskriminiert, warum auch? Im Grundsatz. Ja, aber du bist auch nicht Transperson von gegenüber, die da ihr Leben lang damit kämpfen musste. Ich will nicht sagen, dass ihre Geschichte vielleicht also nicht weniger schlimm ist oder so. Man sollte Geschichten nie miteinander vergleichen, finde ich. Aber sie kann auch nicht für alle queeren Menschen dieser Welt sprechen. Zumindest für Deutschland. So, what the fuck? Von der Partei steht, dass homosexuelle Eltern das traditionelle Familienbild zerstören und allerhöchstens eine Pseudofamilie sind. Alice Weidels Strategie, sich so hinzustellen, als ob sie einfach eine heteronormative Person ist, die zufällig mit einer Frau verheiratet ist, wird also auf Dauer auch nicht aufgehen, weil die Partei, die sie vertritt, auch das vehement ablehnt. Das meine ich eben. Wie kann das sein, dass so eine Person Parteivorsitzende ist in einer Partei, die eben genau das nicht geil findet? Das geht gar nicht in meinen Kopf rein. Die zwei gemeinsamen Kinder, die sie mit ihrer Frau hat, sind für ihre eigene Partei, also nicht die gemeinsamen Kinder und ihre Familie, eine Pseudofamilie. What the fuck? Wie kann man denn so leben? Das irgendwann verstehen wird, es bleibt spannend. Ja, es bleibt wirklich spannend, wirklich, eindeutig. Ich kann das, es geht nicht in meinen Kopf rein, ich verstehe es nicht. Ich dachte gerade, das sind so Handschellen da oben, so cuddling. I mean, so schlafe ich auch immer. Das ist auch so Alice Weidels Roommate. Entschuldigung. Achso, das war's jetzt. Ich dachte, na gut. Excuse me, sir. Excuse me. What's your name? My name is Richie. Richie, are you gay? No, I'm just a twin. How old are you? Bist du queer? Nein, ich bin Alice Weidel. Okay, ich muss jetzt aufhören damit. Das ist ja schon hier, wie nennt man das? Üble Nachrede oder so. Nicht, dass ich hier verklagt werde oder so. Yes. 21? You're going into bars, so. I'm 52. What are you really? I'm 22. Who's your gay celebrity crush? Well, he has to be gay. No. Shawn Mendes. Ah, natürlich. Ich wusste, es kommt entweder Shawn Mendes, Nick Jonas oder Noah Beck. Das sind immer diese drei. Meine Nase sucht gerade die ganze Zeit, verdammt. Okay, okay. Kiss or slap? Yeah? Yeah. Yes, right here. Excuse me. Was war das denn für ein Küsslein? Ich glaube, die Lippen haben sich nicht mal berührt. Das war ja mehr so hier so, ne? Beide Winkel haben sich berührt. Ja, was ist das hier? Was für Pranking? Er hat sich so hingelegt. Ach, ich hasse diese Wannabe-Pranks. Ich hasse das so sehr. Pranking my straight friend. Save sie einfach zusammen oder so. Mal ganz ehrlich. Ich hasse solche. Und dann kommen so Kommentare wie drunter, wie von wegen so. Okay, ich kann sie nicht lesen. Es ist nicht meine Sprache. Number eins. Aber wisst ihr, wie ich meine? Diese Fake-Pranks. Ich hasse es. Two best friends in a room. They might kiss. As you will. What? As you will.
Okay, ich verstehe, wir sind hier auf Gay TikTok, wir brauchen keinen Kontext, aber what's the context? Was ist hier passiert? Ist das gerade hier so ein Porn-Dreh? Ich lieb's, zu Favoriten hinzugefügt. Warum? Was ist, also ja, sie machen Chapstick-Challenge, wie, nach was es schmeckt oder was? Verstehe. Okay, das ist schon hot. Ich glaube, würde das so mein Date machen, wäre ich so direkt dabei. Ich bin ehrlich, das finde ich so billig, ist so billig, aber es ist schon auch ein bisschen hot. Was ist denn gerade mit diesem Roommate die ganze Zeit? Pranking my roommate, cuddling my roommate, when your roommate goes too far, was in der too comfortable, was ist denn hier los? Ja, ich glaube, wäre das Lipstick besser gewesen, hätte ich es lustiger gefunden. Ich bin ehrlich. Schon wieder Roommate. Ich habe Hashtag Gay eingegeben, nicht Hashtag Roommate. Heißt Gay gleich Roommate? Ich glaube, nach Alice Weidel schon. Das ist ja fast wie die Elevator Boys hier. Das ist ja da. Also heute habe ich es aber auch hier. Oh, jetzt aber Kopf in Sand. Oh. Ja, nächstes TikTok. When your dad doesn't know you are gay. When your dad. Just roommates. Die sind nicht queer, die sind nur roommates. Kiss or slap. Slap. Come on, kiss. Slap. Das finde ich gut. Slap, slap, slap. Why? Slap. Why not kiss? Slap. Kiss. You're ugly. You. Slap. You. Slap. Kiss. Fine. Okay, jetzt machen die aber fett rum, ich sag's wie es ist. Very persuasive. Where? Wherever you want it. You can kiss my hand. Good boy. Okay, in so einem romantic movie hatten sie einfach fett rumgemacht. Die Slap Kiss, du bist ugly. Fuck you. Und dann haben sie einfach fett rumgemacht. Wieso ist mein Leben kein Romance-Film? It's so sad. Pranking my straight friend. Oh, was ist denn mit diesen. Also heute regt's mich auf. Wirklich. Pranking my straight friend. My roommate. Was ist denn Alice Weidel? Was ist denn heute los? First of all, ist straight falsch geschrieben, ja? Punkt 1. Was war daran, ist der Prank? Also, was war daran, also, what prank? Where is he? Ja. Also, heute ist wieder Bodensatz hier. Kiss or slap, then? Kiss or slap? Yeah. Ja, doch gerade gefragt. Wieso musst du die Frage wiederholen? I'll give you a kiss. Yeah? Yeah, yeah, let's do it. Let's do it. Why not, right? 2021. Das war hot ein bisschen. Hey, don't move on me. Alright, man, what's your type? You? Oh! Aber das war fake, glaube ich. Jetzt wäre es hetero. Really? So kiss or slap then? Kiss? Kiss? Alright. Oh! Wow. Okay. Oh! Ja, mal ein bisschen hier laufen. Sorry, ich war gerade kurz abgeleitet. Ich konnte gerade nicht mehr hier darauf reagieren. I'm sorry. Also ich finde, er sieht schon gut aus. Er sieht schon gut aus. Ich habe das letzte nicht verstanden mit diesem One Year of Showering. Ach so, von wegen so, bist du mal fertig jetzt oder was? Ich finde auch zusammen duschen ist so mal 5 Sekunden ganz nett und dann bist du so, okay, ich möchte auch fertig werden jetzt. So, also, is it just me? Aber ich bin so, okay, wird auch kalt langsam. Okay, das reicht, glaube ich, für heute. Leute, heute war wieder Bodensatz des TikToks. Ich weiß nicht, wo ich anfangen und aufhören soll. Es war schon very interesting, was gerade auf TikTok so abgeht. Ich würde sagen, wenn ihr davon noch einen weiteren Teil sehen wollt, gerne in die Kommentare schreiben. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.